Hallo und willkommen zu Folge 6 von der Juran-Mod. Hier steht vor Michael. Ich muss jetzt mal was lesen. Aber das hatten wir tatsächlich schon, stimmt. Ich muss mir echt angewöhnen, dass ich nicht speichere, wenn ich eine Fackel in der Hand habe. Oder quasi erstmal die Fackel ablege, bevor ich speichere. Wenn ich dann neu lade, ist die Fackel weg. Aber nun gut, hier haben wir den Käufer der Schale. Der war übrigens davor noch so unfreundlich zu uns. Kann es sein, dass du eine Goldschale gekauft hast? Wer sagt das? Nani. Die Schale ist gestohlen, nicht wahr? Ich denke, da liegst du richtig. Ich kann sie dir nicht so einfach geben. Ich brauche was anderes für meine Frau. Verdammt, sehe ich aus wie ein Geschenkehändler? Nein, aber wie jemand, der mir eine Sonnenaloe besorgen kann. Sag mal, du Depp, ich... Das heißt, ich brauche zwei davon, oder was? Ich soll doch für sie sowieso schon eine Sonnenaloe besorgen. Boah, hoffentlich können wir beide Quests abschließen. Ich habe mir schon irgendwie das Gefühl, entweder sie nimmt von uns die Sonnenaloe an, oder wir geben sie dem Michael. Der gibt sie dann seiner Frau und die hat dann vielleicht schon eine, dann ist er auch sauer. Irgendwie sehe ich Probleme auf uns zukommen. Oder vielleicht klappt es doch. So, da pennen auch nur Arbeiter, ne? Ja, sag mal, was war da hinten nochmal drin? Das ist hier unten noch irgendwas Interessantes. Irgendwo muss doch Lena zu finden sein. Die muss doch irgendwo holen. Ach, guck mal an. Du Ratte! Drecksvieh. Nimm die Fackel auf jetzt, Mann. Alter! Was ist das Schaden? Geh doch. Ist hier vielleicht irgendwas drin in der... Nee, doch, doch, das ist ein Goldstück. Das ist ein Goldstück! Das Wetter scheint heftig zu sein. Muss man mal sagen. So, es wird auch langsam wieder Tag. Ist natürlich trüb. Aber macht ja auch Sinn. Immerhin. Ist schlechtes Wetter. So, die Sache ist, waren wir hier? Hier drin waren wir gar nicht. Vielleicht ist da ja Lena. Ich hüpfe erstmal durch die Gegend, falls wir hier was mitnehmen können. Wobei, ich glaube, die wachen so oder so nicht auf. Die haben einen echt festen Schlaf in der Modifikation hier. Lisbeth. Toll. Womit denn? Okay. Ja, Dietriche wären wirklich nicht schlecht. Lass mich raten. Da komme ich auch nicht rein. Alter Falter. Okay. Ich habe ein Problem, okay. Was haben wir denn für ein Problem? Ich hab da ein Problem. Was für ein Problem hast du denn? Sancho gibt mir den Weg zur Burg nicht frei. Ah. Hm. Nun ja, er kennt dich nicht. Das wird wohl das Problem sein. Und wie soll ich jetzt da reinkommen? Eigentlich kann dir nur Malun die Erlaubnis geben. Er spaziert jeden Abend hier am Hafen lang. Außerdem sind seine Frau und Tochter jeden Abend in der Hafenkneipe bei Orlando. Okay. Frag mich nicht, was die da machen. Vielleicht suchen sie einen Mann für ihre Tochter. Oh, da können wir uns ranhängen. Warte mal. Du machst um 4.30 Uhr los, oder was? Okay. Warte mal. Hallo, ich bin neu hier. Hallo. Und was nützt mir das, dass du neu hier bist? Keine Ahnung. Vielleicht kann ich dir ja bei irgendwas helfen. Ich gebe Matrosen keine Arbeit. Hier am Hafen gibt es schon genug Hungerleidende. Ich bin kein Matrose. Kein Matrose? Pah, wie bist du denn sonst auf die Insel gekommen? Geflogen oder was? Also dein Mann ist deutlich netter irgendwie. Ich bin von einem Drachen verschleppt worden. Klar, von einem Drachen. Und ich bin schon mal auf einem Schattenläufer geritten. Doch, ehrlich, ich bin ein Bauer von der Insel Corinis. Du erzählst einen furchtbaren Scheiß, Kleiner. Hast du Arbeit für mich? Nein, aber komm in ein paar Tagen nochmal wieder. Okay, also für manche Leute müssen... Also entweder ist das wieder zeitlich bedingt, das Event, oder kapitelbedingt, das kann man nie sagen. Also er wollte
unter Strom und die Sonnenaloe hängen jetzt irgendwie unmittelbar zusammen. Ich würde sagen, wir machen uns einfach demnächst mal auf den Weg Richtung Bauernhof oder sonst was. Es gibt ja hier einen Haufen Kram, den wir einfach unterwegs finden müssen. So, Malone, Frau und Tochter wohnen wahrscheinlich in der Burg, zu der wir keinen Zutritt haben. Und Lena scheint die Tochter zu sein. Das heißt, am nächsten Abend schauen wir mal in der Taverne vorbei. In der Hoffnung, dass wir dann wieder antreffen können. Beziehungsweise die stand dann auch draußen vor der Taverne rum. Auf jeden Fall haben wir ihren Ring. Hoffentlich gibt es eine gute Belohnung dafür. Und dafür müssen wir zum Bauernhof, zu Akil. Wie wir das rausfinden, weiß ich noch nicht. Ihr will, dass ich herausfinde, warum Volt in dem Lagerhaus ihres Mannes ist. Das weder Volt noch der Angier lässt sich da irgendwie befragen zu. Das ist ein bisschen doof. Dazu müssen wir... Ich soll zum Bauernhof gehen und von zwei Typen die Sägen Holz holen. Ja. Das sind halt die ganz normalen klassischen Quests und massig Milch. Die erste Quest von Alina. 30 Flaschen Milch von den Bauern, bei den vielen Schafen. Haben wir schon Milch dabei? Ne, haben wir nicht. Geht auch Bier? Wahrscheinlich nicht. Würde ich sagen, wir machen das jetzt einfach mal auf. Also Lena scheint hier zum Adel zu gehören. Das heißt, die treffen wir nur abends. Fackel packen wir wieder ein. Wir haben den Schlüssel von Marlon oder Malone. Vielleicht für oben in der Dingen. In der Burg irgendeine Truhe. Das wäre auch interessant. Malone ist der Händler aber, oder? Das ist jetzt nicht hier der Adel oder so. Der saß doch auch irgendwie da hinten, also nur auf der Bank. Auf jeden Fall interessant. Jacko hat nichts mehr zu sagen. Hier drin ist auch nichts mehr los, ne? Wollte ich auch nichts sagen. Ich hab nee. Was anderes gehört. Wie war das hier? Ist auch kein Zimmer oder so belegt. Nö, da können wir einfach pennen. Kostenlos. Ich habe was anderes gehört. Nun gut, dann würde ich sagen, wir machen es mal auf. Die neue Gefilde. Sprich mal auf eine Insel drauf, also sprich hoch auf die Klippen. Denn da hinten ist ein Weg nach oben. Das ist hier wieder der Trias. Ja, oh, da ist er. So, auf den Booten waren wir, wie gesagt, überall schon. Das heißt, entweder laufen wir jetzt mal hier weiter. Und schauen nochmal, ob wir da am Strand irgendwas Interessantes finden können. Oder wir gehen, also, das werde ich dann machen. Danach laufen wir wieder da hinten hoch. Denn dafür dein Weg nach oben. Dann sind wir mal oben auf den Inseln drauf. Wie gesagt, klein ist die Karte hier auf keinen Fall. Wie viele Folgen wir brauchen, kann ich schwer sagen. Im originalen Durchlauf habe ich 65 gebraucht, aber ich glaube, wir brauchen mehr. Obwohl damals die Maximallänge noch bei 15 Minuten lag pro Video, nicht bei 20. Also da konnte ich auch nicht mehr als 15 Minuten hochladen, das war ja damals so. Aber 15 Minuten Maximum. War das eben... da war die erste schwarze Perle drin, ne? Genau, die Auster ist leer. Auf jeden Fall... ich schätze mal mindestens 50 Folgen. Aber wie viele insgesamt... kann ich, wie gesagt, nur schwer sagen. Ob wir auf 100 kommen, weiß ich nicht. Es könnte passieren. Könnte aber auch nur bis 80 gehen. Das ist doch keine Deko, leckt mich doch am Arsch. Das ist keine Pflanze. Komm, was ist das für eine Sauerei? Ja. Die ersten Schritte haben funktioniert. Wir leben noch. Das ist aber sehr irritierend, dass hier riesige Goblinbären sind. Die zur Dekoration dienen. Boah, die Sonne knallt uns voll in die Fresse. So, hier ein bisschen Kram zum Aufsammeln. Geht doch. So, wir sind jetzt oberhalb der Stadt. Ich glaube, das dürfte sogar, vielleicht ist sogar schon direkt ein Bauernhof da. Da ist zumindest eine Hütte. Ich höre doch hier die ganze Zeit irgendein Vieh. Miniaturwaran wahrscheinlich wieder. Ja, da ist er doch. Drecksvieh. Und einen Gegnerdetektor haben wir noch nicht. Also sprich eine Fernwaffe. Aber das wird sich alles ergeben. Nehmen wir erstmal ein paar Heilpflanzen hier mit.
mitbringen. Gerade aus der Entfernung ist es zwar doof, dass es hier so große Pflanzen gibt. Aber drauf gekackt. So, wenn ich mich recht entsinne, dann führt dieser Weg hier weiter nach oben. Also sprich hier, das ist wieder so ein bisschen Plateau für Plateau. Also jeder dieser riesigen Klippen hat so ein... hat mehrere Plateaus, auf denen man sich frei bewegen kann. Und da kann man dann halt immer ein Stück weiter nach oben laufen. Sei es in Form von Treppen oder halt eben Gänge durch die Klippen selbst, durch die Felsen selbst hindurch. Der ist noch so ein Drecksweg, ich glaube da hinten war es. Ne, das ist aber nur so eine Ratte. Aber ich höre doch hier einen Varan. Der ist doch ganz in der Nähe. Sag mir bitte nicht, dass der da unten auf dem Dach. Ich glaube tatsächlich, dass der es ist. Leck mich. Da springe ich jetzt bestimmt nicht runter. Wie ich da aufs Dach komme, weiß ich jetzt auch nicht. Ist aber auch erstmal egal. Denn wir sammeln erstmal ein bisschen Kram auf. Ne? Bauen uns so ein bisschen hier mal unsere Existenz auf. Erstmal ein bisschen Materielles. Auch wenn es erstmal nur Pflanzen sind. Ein paar Dietriche wären auch nicht schlecht. Aber alles zu seiner Zeit. Und da haben wir noch eine kleine Hütte. Mit einer Tür, da hat einer mitgedacht. Ich überlege mir auch noch, wann wir den Teleport für das Schiff da einsetzen. Das ist kein Wolf, oder? Das scheint eher ein Hund zu sein. Ja, Tatsache. Der ist zahm. Deswegen werde ich ihn jetzt auch nicht umbringen. Jetzt noch nicht. Keine Ahnung, ob wir den umbringen werden. Ich habe jetzt eigentlich keinen Grund dazu. Okay. Hat er nur halb mitgedacht. Grobes Barbarenschwert. Nehme ich mit. Was willst du? Es sind Runen der Macht in die Schneide eingraviert. Hat einen relativ hohen Wert. Braucht aber weniger Stärke. Ich nehme es mal. Sieht ein bisschen verkorkst. Oh, ist echt ein bisschen verdellt. Aber ich kann mir das ja aufbessern. So, wieder Jagd und Beute. Ne? Könnte. Komm, ich lese es. Jedes Tier und Wesen besitzt einige Trophäen, die den Ruhm und Reichtum eines erfahrenen Jägers mehren. Der Feuerwaran. Dieses besondere Wesen zählt zur Gattung der Varane, allerdings ist es in der Lage, Feuer zu speien, das jeden, der sich ihm auf ein paar Schritte nähert, unweigerlich tötet. Nur wer sich gegen Feuer zu schützen vermag, kann sich im Kampf mit diesem Wesen messen und ihm die kostbare Zunge entreißen. Der Schattenläufer. Der Schattenläufer ist ein uralter Einzelgänger, der versteckt in Wäldern lebt. Es gibt nur noch wenige Exemplare, sodass er für den Menschen keine Gefahr mehr darstellt, solange er nicht sein Jagdrevier kreuzt. Der Kopf des Schattenläufers wird von einem Horn gekrönt, das als wertvolle Trophäe gilt. Ein Jäger muss die Kunst lernen, das Horn richtig zu brechen, damit er diese Trophäe bekommt. So ist es mit den Viecher. Irgendwie scheint die Hütte hier leer zu stehen. Es wird doch irgendwie nur so ein Lagerhaus für Stroh, Holz oder was weiß ich. Damit es über Winter sicher ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da... scheint ein Warnlager zu sein. Ja, das Warnlager wird von einem Hund bewacht. Mehr oder minder. Mehr gibt es hier nicht. Das heißt, wir müssen hier weiter hoch. Und das können wir hier. So Dunkelpilze aufsammeln, ne? Und Schädel. Wisst ihr, der Punkt ist, das ist ja hier quasi ein ganz normaler Weg. Nicht der Fehler. So, Freunde. Jetzt müssen wir aufpassen, wir haben hier den ekelhaften Audio-Bug. Weil das hier Xardas-Musik ist oder was. Ich habe auch schon 100 Mal versucht, das zu fixen. Es geht nicht. Das heißt, macht dasselbe wie ich. Dreht eure Regler ein bisschen nach unten. Und versucht es durchzustehen. Ich habe es auch gerade bei mir den Ingame-Sound ein bisschen leiser gedreht am Headset.
wurde aber genauso wie ihr wieder böse überrascht. Also Erzbrocken finden wir auf jeden Fall genug. Hier liegen sehr viele rum. Na, immerhin das. Ein neuer Tagebucheintrag. Es sind wohl außer mir noch ein paar schräge Vögel aus Korinnes hier gelandet. Ich sollte vorsichtig mit denen sein. Hä? Okay. Die Frage ist nur, was wurde jetzt aktualisiert? So, da war es wieder. So, was wurde jetzt aktualisiert? Das hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Logischerweise haben wir ja auch Minenarbeiter. Oh, hier sind überall riesige Leitern. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass jedes Mal, wenn wir hier sind, dieser Sound uns irgendwie nervt. Aber ich kann es jetzt nicht verhindern. Halt! Was tust du hier im Stollen rum? Ich will nach oben, um mich dort mal umzusehen. Umsehen? Ja, ja. Das sagen sie alle. Solange du mich nicht überzeugst, dich durchzulassen, bleibst du hier, Basta. Wie kann ich dich überzeugen, mich durchzulassen? Ganz einfach. Geh zum Hafenmeister Maruga und hol dir eine Erlaubnis. Von mir aus, dann laufe ich nochmal zurück. Jura, war klar, dass wir den finden. Und da ist Neogen. Hammer hat. Kann ich jetzt trotzdem hier hoch, oder? Oder wie was? Da war wieder das ekelhafte Geräusch. Da ist eine Truhe. Das ist die falsche Seite. Ich glaube, da oben ist wieder so ein Varan. Ich habe jetzt übrigens keine Ahnung, wie der Spawn, also der Respawn von den Gegnern ist. Ich glaube, ich würde es mal schätzen, ist es jede Woche vielleicht oder so. Schätzungsweise. Warte mal kurz. Kämpfer? Anfänger. Okay, das Ding hat einen 20% Einhandbonus. Wir werden sowas von das Ding verwenden fürs Erste. Es ist gerade sehr dunkel, ich weiß. Ich hoffe, wir können dieses Ding aufbessern. Dieses Schwert. Weil das ist ja Hammer hat. 20% Einhandbonus, das ist... Also das ist äußerst viel. Ich meine, klar, die Waffe ist natürlich vergleichsweise schlecht, aber... Da kann man nichts sagen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo das jetzt hier hinführt. Eigentlich hat der Jura ja gesagt, dass er uns nicht durchlässt. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinrenne. Aber egal. Wir laufen einfach mal hier hin. Auch wenn wir die Erlaubnis dazu gar nicht haben. Falls es überhaupt für hier gilt. Ach, guck mal an. Dann lohnt es sich wenigstens, zu Maruga zurückzukehren. Wir sammeln halt minimal EP. So, und weiter hier. Ja, es ist immer die falsche Seite. Wie gesagt, der Ton im Hintergrund, der ist wirklich ein bisschen ätzend. Ich guck mal, falls das, also falls wir hier wirklich sehr lange Zeit verschwenden sollten, ich schaue euch einfach mal, dass ich den irgendwie vielleicht rausschneide oder so. Will ich euch dann auch nicht antun. Ich hoffe nur, ich denke dran. Also es ist extrem hier mit den Leitern. Also die Klippen hier sind sehr, 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 sehr hoch. Und man fällt sehr tief. Ich drück kurz F8, weil ich will jetzt nicht sterben. Das ist mir jetzt echt zu doof. Dann habe ich es jetzt mal abgespeichert. Ja, genau da. Deswegen, ich speichere kurz ab. Aber das benutze ich nicht F8, aber ich habe jetzt keinen Bock hier mit dem scheiß Audio-Bug im Hintergrund, ohne zu speichern, hier wieder runterzufallen. Denn, wenn wir ganz ehrlich sind, was wäre passiert? Ich sage euch, was passiert wäre. Wir wären gestorben, ich hätte neu geladen, ich wäre wieder hergelaufen. Und ja, wir hätten nichts verpasst, es wäre nichts passiert. Deswegen kann man auch einfach F8 drücken und stirbt dann eben nicht direkt. Normalerweise tue ich das nicht, ja, und in Kampfsituationen mache ich es eh nicht, aber hier... Hielt ich jetzt einfach mal angebracht. Fertig. Die Folge ist auch schon gleich wieder rum. Und wir sind noch nicht hier oben. Ist ein bisschen ätzend hier. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Was hat die Kack hier gebaut?
Was soll da hier? Also wir brauchen so schnell es geht eine Teleportroute zurück zur Stadt. Das ist ja absolut widerlich. Sag mal, ist das dein Ernst? Ich höre wieder Warane und so weiter und so fort. Also, die Klippen, Felsen, Berge, die hier aus dem Wasser ragen, die sind extremst groß. Immer wieder Warane. Hammer hat. Wir sind immer noch nicht ganz oben. Leck mich doch im Arsch. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge. Komm, eine leider machen wir noch. Schauen wir uns hier genauer um. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hinrenne, hinkletter. Also wenn das hier der normale, wenn das hier die normalen Verkehrswege sind, dann tun mir die Anwohner wirklich leid. Das ist ja geisteskrank. Den Schalter kommt man gar nicht. Hier ist ein Scavenger, okay. Also ich bin irgendwo weit oben. Nun gut, auf jeden Fall in der nächsten Folge schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht bin ich ja sogar schon richtig, vielleicht bin ich falsch, keine Ahnung. In der nächsten Folge machen wir hier weiter. Bis dahin. Tschüss.